So, hallo. Es gibt ein neues Video. Wie lang das wird, weiß ich jetzt nicht. Das hängt davon ab, wie viel die Ritzel wieder aushaltet heute. Es ist wieder umgeritzelt worden jetzt. Ich habe jetzt aktuell, ich hoffe man sieht es auf der Kamera, ich habe jetzt aktuell eine 1854er Ritzelung drauf. Und zwar mit Modul 1 tatsächlich, weil meine Modul 1,5 Ritzel muss ich erst zum Harter bringen, weil ich festgestellt habe bei der letzten Fahrt, dass die hart genug sind. Und jetzt habe ich wieder zurückgerüstet auf Modul 1. So. Ich hoffe mal, das Ritzelspiel stimmt einigermaßen. Das ist jetzt einmal eine ganz neue Location. Also hier war ich noch gar nie. Beim Fahren jedenfalls nicht. Beim Grillen war ich hier schon. Beim Fahren nicht. Was mir gerade direkt aufgefallen ist, mit Modul 1 ist das Auto viel leiser. Wirklich viel leiser. Also, ich sag's ja eigentlich in jedem Video, das Geräusch, beziehungsweise, ja, das Geräusch halt, ja, was man da hört, dieses pfeifende, schleifende, das kommt nicht vom Ritzel oder vom Ritzelspiel zwischen Motorritzel und Hauptzahnrad, nein. Das ist irgendwas anderes. Ich fahre jetzt schon seit Wochen so und habe immer noch nicht rausgefunden, was es ist. Aber im Auto geht es bisher trotzdem gut. So, ich hoffe, es ist jetzt keine Zeckerzeit mehr, weil ich muss jetzt ins hohe Gras. Jetzt laufen wir mal ein Stückchen höher. Der Opa hat nämlich eine schöne Grünfläche. Mit Grillstelle. Die interessiert mich heute allerdings weniger. Thank you.
schleift. Irgendwas schleift an irgendeinem Reifer. Das kann eigentlich nur die Karo sein. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil irgendwie sieht es jetzt so aus, als der Rad an der Karo schleife. Aber was soll sonst woran schleifen? Das kann eigentlich nur ein Rad sein. Ja, ich sehe jetzt nichts. Ich sehe nichts, dann wird es wohl echt irgendwo hier vielleicht. Das sieht so aus, irgendwie als wäre da. Ja, schwer zum sagen. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja, das sind die Ecken hier, die in der Kurve, wenn sich das Rad ein bisschen bläht, da streift es, glaube ich. Ja, muss ich mal heiß machen. Also das ist ja ein Abbild von der Original-Karo. Das ist ja unbreakable, aber Original-Form wie die Original-Karo halt, ja. Bloß bei der originalen Karo sieht es so aus und bei der Abformung halt so, also kommt viel weiter raus. Puh, keine Ahnung warum, aber man kann das auf jeden Fall erhitzen und dann einfach so ein bisschen reindrücken. Dann dürfte das Problem behoben sein. Aber ist jetzt nicht dramatisch, also ich kann jetzt trotzdem weiterfahren. Arg lang fahren werde ich halt wahrscheinlich sowieso heute mit dem X-Max, weil die Akkus sind nur auf Lagerspannung. Boah, Stoppelfeld. Haben wir da eingesammelt. Also, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie oder ob das auf dem Video rüberkommt, aber der X-Max ist jetzt auf jeden Fall deutlich langsamer. Weil ja, wegen der Ritzelung halt, das ist jetzt Modul 1, beziehungsweise mit dem Modul hat es eigentlich gar nichts zum tun. Sondern es ist jetzt 18.54 Uhr, das heißt, er hat jetzt relativ viel Drehmoment, also relativ viel Kraft, aber halt eine geringere Höchstgeschwindigkeit. Ja. Genau, also
stört mich jetzt hier auf dem Gelände aber eher wenig. Weil ich sowieso jetzt hier in Vollgas fahre. Beziehungsweise schon, aber nicht lang. So, da haben wir natürlich auch noch ein riesiges Gelände. Das ist aber wahrscheinlich verboten, da zum Fahren. Das sind, glaube ich, Äcker oder keine Ahnung. So, jetzt probieren wir doch gleich mal, ob der X-Max das da nicht drüber schafft. Ja, schon nach einem halben Meter geht es für den X-Max hier nicht mehr weiter. Aber wenn ich ihm bis hierher helfe, dann könnte es doch gehen. Ja. Also, weiß nicht, ob man sieht, aber wahrscheinlich schon. Da hat jetzt ein riesengroßer Baum entwurzelt oder ist abgebrochen. Ich glaube, da wird es ungemütlich, wenn man da runterstart und der voll ins Kipp. Ja, was bei dem Gelände ein bisschen ein Manko ist, oder was heißt Manko, man muss halt ein bisschen aufpassen, wo man fährt. Das kann sein, da liegt einfach irgendwo mal ein dicker Ast im Gras und man sieht den einfach nicht. Oder eine Baumwurzel, wo noch rausguckt aus dem Boden. Man sieht es und knallt halt voll drauf. Und so eine Baumwurzel ist halt mit Sicherheit stabiler als ein X-Max, auch wenn er nur so viel aushält. Das war also eine kleine Unterbodenwäsche im Gras. Ja. Ja. Ich werde mich jetzt auch langsam schon wieder auf den Rückweg machen, Richtung Auto. Weil erstens glaube ich, dass die Akkus nicht mehr lange halten, weil die ja sowieso nur auf Lagerspannung waren. Und zum Zweiten habe ich tatsächlich
mein WL-Toy ist halt dabei. Arno. Allerdings war zu dem Zeitpunkt, wo ich den Ei gepackt habe, nicht geplant, dass ich hierher komme. Sondern da wollte ich eigentlich ursprünglich woanders, ne, wo geteerter Boden ist. Was für das WL-Toys natürlich besser ist. Weil hier wird es sich eher schwerer auf dem Gelände. Aber so eine kleine Runde kann man schon fahren. Was ich aber noch weiß von letztes Jahr, dass mein WL-Toys er hat ein Problem mit dem hinteren Differential auf jeden Fall. Das habe ich nämlich neu gemacht und damals habe ich neu so den Plan gehabt, wie das alles da funktioniert und habe, wenn ich mich richtig erinnere, vergesse die Schimmscheibe neu zu machen. Er fährt zwar das ja trotzdem, aber wenn das hintere Differential belastet wird, dann dreht es durch, also dann fängt es an zum Knacken, die Zahnreidler. Aber ich will jetzt trotzdem versuchen, eine Runde zum Fahren. Ich denke hier, gerade genau hier auf der Fläche, ich glaube, da ist auf jeden Fall kurz genug. Oder wie alt heißt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Genau. Also, fahren wir mal zurück zum Auto. Das Motorritzel, was ich drinne habe, habe ich übrigens schon mal drinne gehabt, bevor ich Modul 1,5 bestellt habe. Das ist das billige China-Ritzel für sage und schreibe 2,09 Euro. Das Ding ist einfach unkaputtbar. Das ist wirklich phänomenal. Solange jetzt, ja, ich weiß nicht, ob man so ein Video gerade gesehen hat, aber er ist an dem kleinen Hang hier gestanden. Ich habe bremst, aber da die Bremse nur auf 80% eingestellt ist, kann der sich trotzdem nur bewegen, wenn er am Hang steht, obwohl ich voll auf der Bremse stehe. Und solange der jetzt still steht, kannst du jetzt rückwärts fahren. Also der muss einmal stillgestanden haben, um dass er rückwärts fahren kann. So, jetzt ist er tatsächlich Karo hier noch abgeflogen. Jetzt muss ich mich allerdings auch ein bisschen beeilen. Ich bin jetzt hier zwar recht weit oben, aber die Sonne ist so gut wie weg. Und jetzt wird es in 0, nix dunkel. Und das ist erstens schlecht fürs Kameralicht, das dann einfach nicht mehr da ist. Irgendwas knackt. Ich weiß aber nicht was.
was knackt. Jetzt geht nur irgendwas kaputt auf die letzten Meter. Was knackt? Irgendwas knackt. Das Ritzel ist auf jeden Fall it. Das hat mich auch gewundert. Ja, irgendwas hat knackt jetzt. Aber ich weiß nicht was. Es kann natürlich sein. Mhm. Das klingt gar nicht gut. Das klingt echt nicht gut. Das klingt nach hinterem Differential, aber es ist neu durch, deswegen kann ich es jetzt nicht genau sagen. Ja. Oh je. Ja, jetzt ist sowieso gerade, jetzt gerade ist der Akku leer gegangen. Ist jetzt auch gut so, weil Leistung kann ich mit dem Auto jetzt eh nicht mehr machen. Weil scheinbar das hintere Differential kaputt ist. Das darf ja nicht wahr sein. Ja, also ein guter Kumpel von mir, der Johnny, der fährt auch RC. Und der hat vor einiger Zeit mal den Spruch losgelassen, pro Fahrt mit dem X-Max oder generell RC kostet die 50 Euro durchschnittlich. Es geht zwar jedes Mal was kaputt, aber mal geht halt nichts kaputt, dann geht wieder was kaputt, was günstig ist. Und dann geht wieder was kaputt, was recht teuer ist. Aber es geht halt doch schon relativ häufig tatsächlich was kaputt. Und ja. Durchschnittlich 50 Euro sind es jetzt vielleicht nicht ganz pro Fahrt, aber ich denke so 30, 40 Euro, das könnte tatsächlich nachhauen. Ja, gut. Wieso leuchtet der Regler rot? Ich weiß nicht, was das heißt. Ist eigentlich auch ganz schlecht, dass ich das nicht weiß, was das heißt. Das sollte man eigentlich wissen. Okay, muss ich rausfinden, daheim. So. Also die Ritzel, die kann ich erlangen, die sind nahezu kalt. Gerade mal lauwarm. Da ist gar nichts los. Mit Überhitzung oder so. Also ist aus Spiel wahrscheinlich richtig eingestellt. So. Also, X-Max ist durch. Wie üblich. Irgendwas ist ja immer. Das heißt, wir fahren jetzt noch. Ich freue mich. Ich freue mich auf meinen kleinen WL-Toys. Wir fahren jetzt noch eine schnelle Runde WL-Toys. Bevor es ganz dunkel ist. Ach, ich hätte nicht mal aufmachen müssen. Ich habe daheim schon den Akku angeschlossen. Weil der WL-Toys hat einen Ausschalter. So, das ist jetzt das erste Mal, dass ich WL-Toys fahre, seit irgendwann letztes Jahr im Oktober.
Mann, ist das ein Unterschied. Junge, ich bin es halt gar nicht gewöhnt. Und wie winzig, Leute, das Dingerle ist. Hammer. Zieht ein bisschen nach links, das kann man aber beim WL-Tor ist ganz einfach direkt an der Fernsteuerung einstellen. Oh je, ja, das ist für das Gelände natürlich sehr, sehr ungeeignet. Ich muss erstmal kurz klarkommen. So, ich glaube, jetzt fährt er so leidlich geradeaus. Jetzt müssen wir aber noch ganz kurz den Kofferraum zumachen, dass ich nachher 2 X-Max da drinnen stande habe. So, also jetzt laufen wir noch mal ein kurzes Stückchen da hoch. Ey, die Lenkung, die ist so krass. Und wie leise. Oh Gott. Gut, da hin und da brauche ich jetzt gleich halt probieren. Ein zum Fahrer hat der keine Chance. Bleibt der sofort stecken. Aber da oben bei dem flachen Stück Wiese, da könnte es gehen. Ja. Falls es irgendjemand juckt, ich bin zurzeit eigentlich auch noch krank. Und das mitten im Urlaub. Also ich habe Urlaub gerade, bin aber schon vor dem Urlaub krank geworden. Und die Lauferei, die strengt mich gerade echt extrem an. Weil ich jetzt seit einer Woche gar nicht mehr das Haus verlassen habe und mich kaum bewegt habe. Jetzt ist heute der erste Tag, wo ich mich wieder ein bisschen besser fühle. Und das Wetter ist auch ganz gut. Habe ich gedacht, komm, jetzt gehst du mal eine Runde fahren. Aber ich merke schon, dass es echt anstrengend ist. Bin auch schon fleißig am Schwitzen hier. Was wahrscheinlich nicht der Fall wäre, wenn ich jetzt nicht krank wäre. Oh je, also, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der Wehrtod ist in dem hohen Gras kaum zum Sehen mehr. Also, was heißt in dem hohen Gras? Das ist eigentlich überhaupt nicht hoch, aber. Für der Wehrtod ist es schon zu viel. Oh, ah ne, er steht. Also, schon krass eigentlich, wenn man so zurückblickt und sich überlegt, mit dem kleinen Ding, was kaum größer ist wie mein Schuh, mit dem hat alles angefangen. Das war mein erstes RC-Auto. Das war irgendwann letztes Jahr im, ach keine Ahnung, September, glaube ich, müsste es gewesen sein. Da hat alles angefangen. So, die Batterie vom WL-Tor ist jetzt schon leer, weil auch die war nur auf Lagerspannung. Und das sind ja ganz kleine Akkus, ich glaube, ich weiß gerade, was die haben. 2000 mAh oder was. Weiß es jetzt gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall. Mache jetzt das, was man normal nicht machen sollte, aus und wieder einschalten. Damit ich nochmal fahre. Gell? Ich will aber wirklich bloß noch zum Auto fahren. Ah nö, er fährt schon wieder gar nicht mehr. Also funktioniert das bei dem Guard? Wie hat man das dort funktionieren? So wie ich das noch von letztem Jahr weiß, aber scheinbar ja nicht. Ne, der macht gar nichts mehr. Akku wirklich leer. Okay, dann trage man halt. Es ist ja jetzt halt so,
dass er so viel wiegt wie der X-Max. Da ist Trager ja kein Problem. Ja, mein kleiner süßer WL-Toys. 124.017. Das ist schon ein witziges Teil. Gott ab wie Harry. Das Ding, das rennt echt, das ist der Hammer. Also bis 80 km/h kann der. Wenn man dem dann nur ein bisschen größere Rädler verpasst, so wie ich das gemacht habe, die sind größer, deutlich größer wie die Originale, dann rennt der natürlich nur wesentlich schneller. Also ist echt geil, das Ding. Und kostet auch nicht viel. Ja, aber ich würde sagen, wir sind für heute tatsächlich durch. Alles ist wieder kaputt. Wie immer. Naja, was heißt alles? Gut. Es scheint jetzt das Differential zu sein, muss ich mal checken. Wahrscheinlich war es dann vielleicht auch das, was die ganze Zeit so Geräusche gemacht hat. Es ist halt endgültig durch. Ja, gut. Ist eine relativ überschaubare Sache. Muss ich halt neue Zahnrädler kaufen. Ja, das ist was, was ich tatsächlich nicht auf Lager habe daheim. Weil das jetzt doch jetzt so oft der Fall ist, dass es kaputt geht. Das ist jetzt das erste Mal, wenn es überhaupt differenzial ist, aber ich gehe mal schon stark davon aus. Ja, gut. Also dann war es für heute und bis zum nächsten Mal.